Er war ihre große Stütze beim ersten Fernsehauftritt, NBSP, Helene Fischer NBSP, erinnert sich in der Vox-Doku an den Moment, als sie bei Florian Silbereisens Hochzeitsfest der NBSP, Volksmusik auftrat und sich hilfesuchend am Moderator festklammerte. Helene Fischer war damals gerade einmal 20 Jahre alt. Die aufstrebende Schlagersängerin war bis zu diesem Abend noch nie im Fernsehen aufgetreten, entsprechend nervös war sie. Mein erster Fernsehauftritt bei Florian war sehr aufregend für mich, erzählt sie in der jetzt ausgestrahlten Dokumentation. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie ich mich vor einem Publikum präsentieren soll, wie das funktioniert mit diesen vielen Kameras. Zum Glück war ja NBSP, Florian Silbereisen NBSP, an ihrer Seite. Ihr späterer Lebenspartner gab ihr alle Unterstützung und Halt, die sie brauchte. Ich habe mich wirklich einfach so ein bisschen an ihm festgehalten, so die heute 37-jährige Fischer. Ich war sehr froh, dass er an meiner Seite war und dass wir das zusammen spielerisch gemeistert haben. Den Zuschauern fiel das große Lampenfieber damals nicht wirklich auf. Sie waren NBSP, abgelenkt vom Partnerlook, in dem sich Fischer und Silbereisen präsentierten. Silbereisen trug einen cremefarbenen Anzug, sein Hemd und Krawatte waren auf den Dress von Fischer abgestimmt. Für ihr orangefarbenes Kleid schwärmt sie noch heute, das war mein allererstes Kleid, das mir auf den Leib geschneidert wurde. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal für mehr Videos und lasst einen Daumen hoch da. Bis zum nächsten Video.